Hallo, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Fremde Energien, Teil 3, letzter Teil. Warum sage ich letzter Teil? Ich habe dieses Thema ja gestern so in diesen neun Punkten da integriert und das ist auch sehr, sehr wichtig. Jedoch, aber es geht darum, dass wir uns befreien von diesen ganzen Energien, die da auf uns lasten, die sich in unserem Energiefeld aufhalten, die uns daran hindern, wirklich unseren Weg zu gehen, den Weg unseres Herzens zu gehen, unseren Seelenplan auszupacken, ihn zu leben und uns wirklich unser ideales Leben, also dass du dir dein Leben so erschaffst, wie es wirklich zu dir passt, wie du dir es eigentlich mal erträumt hast, als du, ja, ist heute Morgen auch noch mal so eine Situation eingefallen. Ich habe ja erwähnt. So, jetzt bin ich noch mal da. Irgendwelche Energien wollen mich davon abhalten, hier jetzt das Live zu machen. Ich habe ja erwähnt, also mir ist heute Morgen eine Situation noch mal eingefallen bei diesem Live. Und ich hatte das ja heute Morgen erwähnt, als ich noch eben auch klassische Praxisräume hatte und da 1:1 Coachings gemacht habe, also bevor ich die Akademie gegründet habe. Und da ist mir heute Morgen nochmal so eine Situation eingefallen, das muss so 2010 gewesen sein. Ich weiß es deshalb noch so genau, weil mein Papa da noch gelebt hat und ich auf dem Weg zu ihm war, ins Haus und anschließend ein Clearing hatte in der Praxis mit einer Frau, wo ich wusste, das wird wieder heftig werden, die also wirklich ganz, ganz heftig, nicht nur sie, sondern auch die Familie, vor allem eines der Kinder, ganz heftig von Energien manipuliert wurde. Um es mal so auszudrücken. Ich möchte gar keine Details jetzt sagen. Tut ja auch nichts zur Sache. Ich erzähle dir das nur, damit du einfach mal reinfühlen kannst und weißt, wovon ich da spreche oder ja, spürst, dass du weißt, wovon ich spreche. Oder ich weiß, wovon du sprichst, umgekehrt. Und zwar war ich dann mit dem Auto unterwegs und habe so an diesen Termin gedacht und hatte da auch so eine innere Stimme in mir, du machst den Termin nachher nicht. Und ich habe dann aber ganz klar gesagt, klar, mache ich den Termin. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen spooky, aber ich erzähle dir einfach mal, wie es damals war. Und hatte dann auch in dem Haus damals, als mein Papa noch gelebt hat, er war damals aber schon im Altenpflegeheim, ich musste nur nach der Post schauen, eine Begebenheit dann auch noch, wo wirklich Energien nochmal versucht haben, mich davon abzuhalten, diesen Termin dann später in der Praxis stattfinden zu lassen mit dieser Frau, wo es wirklich darum ging, ganz, ganz, ganz heftige Energien aus ihrem Energiefeld einfach wegzuschicken in die Heimat. Also, nur mal als eines der vielen Beispiele, wie fremde Energien, die nicht wirklich zu uns gehören, auf unterschiedlichste manipulative Art und Weise. Und das soll es jetzt wirklich auch hier an Beispielen gewesen sein, weil ich dem Thema hier jetzt auch nicht Energie geben möchte, uns davon abhalten wollen, unseren Seelenplan zu entdecken, daraus den Seelenberuf zu kreieren und sich damit eben wirklich das Leben nach dem eigenen Herzen zu erschaffen und zu gestalten. Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwo immer absolut die negativste Absicht von diesen Energien. Das mag auch sein, auch da gibt es Dinge, aber und es geht auch nicht darum, darauf möchte ich einfach hinaus, diese Energien zu ver- oder beurteilen. Weil solange ich die ver- oder beurteile, stecke ich natürlich noch fester da drin. Sondern es geht einfach, sich von diesen Energien zu befreien, Schluss aus Ende und seinen Weg zu gehen. Befreit. So, was meine Erfahrung der letzten Jahre ist, und ich bin ja nun mal schon viele Jahre in der Richtung unterwegs, und darüber habe ich mich auch immer wieder gewundert, aber auch dann in den Situationen nie was dazu gesagt. Ich teile es nur hier mal mit dir. Insbesondere Menschen, die irgendwo Einweihungen bekommen haben,
oder an Ritualen teilgenommen haben. Was da ja viel angeboten wird, sind schamanische Rituale, sind Reiki-Einweihungen und solche Dinge und wie man das da alles nennt. Und ich möchte bitte damit jetzt nicht irgendwie irgendwas in Frage stellen oder ankreiden oder irgendwie, sondern ich möchte dich damit nur sensibilisieren. Wenn du sowas machst, dann schau dir wirklich im Vorfeld diese Personen gut an. Wenn du das Gefühl hast, dass sie ein halbwegs reiner Kanal sind, um es jetzt mal so auszudrücken, also spirituell auszudrücken, dann mach das gerne. Aber wenn irgendwo für dich so ein Bauchgefühl da ist, da könnten auch Energien zu mir kommen, die ich dann wirklich auch noch mal nicht gebrauchen kann, dann schau lieber weiter. Und das ist das, wo ich mich immer wundere, wie rasch wir Menschen uns auch solchen unbewusst, solchen Energien aussetzen. Ich denke da gerade mal an das war so ein Treffen unter Freunden, im weitesten Freundeskreis, da waren auch ja, welche dabei, die dann so Trommelrituale gemacht haben, die für mich jetzt nicht gerade unbedingt von meiner Wahrnehmung her ein Energiefeld hatten, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein wirklich reiner Kanal, dem kann ich mich anvertrauen. Und Menschen da aber einfach aus diesem Kreis in diese Energiefelder abgetaucht sind, in diese Rituale. Und es gibt ja eine Vielzahl von Ritualen, dass es da so alles draußen gibt. Wie gesagt, ich mag gar nicht im Einzelnen was erwähnen. Aber durch solche Dinge werden dann natürlich auch Energien auf einer tiefen, unbewussten Ebene übertragen, ins Energiefeld reingeholt, die nicht wirklich zu uns gehören. Und deshalb möchte ich dich da zu sensibilisieren, da auch ein bisschen sorgsam zu sein. Und das ist nämlich das, was ich immer wieder merke, jetzt noch, auch mit Menschen, mit denen ich in der Akademie arbeite. Es sind ja auch hier einige in der Gruppe. Ich möchte jetzt aber keine Beispiele nennen. Diejenigen, die das hier sehen und sich da outen möchten, mit Erfahrungen können das gerne tun, dass gerade diejenigen im Hinblick auf Einweihungen, irgendwelche Rituale und solche Dinge, dass da die Clearings wirklich am heftigsten sind, weil da einfach so ein Energiemix oftmals am Werk ist, ja, dass das Ganze deckelt. Und bei manchen so weit deckelt, dass es sogar, ja, vielleicht ihr Leben lang nie den Mut haben, mal wirklich zu sagen, okay, ich befreie mich jetzt davon, ich gehe jetzt meinen Weg und löse mich von dem ganzen Scheiß. Sorry, der Ausdruck, aber irgendwie bringt es am besten auf den Punkt. Das andere Thema ist, und das habe ich bei Aufstellungsarbeiten immer und immer wieder entdecken können und auch lösen können natürlich, dass da auch vieles zum Vorschein kommt, gerade in unserer Generation, gerade hier in Deutschland, aus der Kriegszeit einfach. Und da kann vieles durch Aufstellungsarbeit gelöst werden, ja, nur dennoch ist das dann immer nur noch so ein kleines Puzzle. Wenn du von einem Ritual zum nächsten, von einer Aufstellungsarbeit zum nächsten, von einem Puzzle zum nächsten hoppst, um es mal so auszudrücken, dann wird es langwierig werden, deinen Seelenplan wirklich in kürzester Zeit zu entdecken. Deshalb schau dir nochmal diese 9 Punkte an, die ich da gestern war es, glaube ich, oder vorgestern Abend in einem Video zusammengefasst habe und geh diese 9 Punkte kompakt in einem durch. Hol dir das Navigationssystem, komm zu mir in die Akademie, arbeite mit mir oder hol dir sonst wo dieses Navigationssystem.
Du bist ja hier in der Gruppe, deshalb gehe ich mal von aus, du kannst dir grundsätzlich vorstellen, da auch mit mir zu arbeiten, sonst wärst du ja auch nicht hier. Und das ist auch so der Grund, warum ich aufgehört habe. Das bin ich gerade heute Morgen nochmal gefragt worden, Einzelsitzungen zu machen. Also Einzelsitzungen im Sinne, bei mir kann man eine Sitzung buchen. Ich habe da früher immer so 3 Stunden für veranschlagt und gut ist. Das hat mich im Laufe der Jahre einfach nicht befriedigt. Und zwar dahingehend, dass Menschen den Weg zu mir gefunden haben und wir so ein Puzzle dann gelöst haben, aber letzten Endes nochmal das nächste Puzzle dann aufgepoppt ist. Und ich wollte kein, ich nenne es immer gerne Kundenbindungsprogramm, so mich von einem Termin zu dem nächsten hangeln mit meinem Gegenüber, sondern ich wollte einfach mal eine Lösung haben, wo ich Menschen wie dich dort abhole, wo sie jetzt gerade stehen und keine Puzzlearbeit leiste, sondern wo ich dich wirklich dort abhole, wo du jetzt stehst und dorthin bringe, wo du wirklich hin willst. Und da sprechen wir von einer Begleitung von etwa 6 bis 8 Monaten. Wir gehen da sehr tief rein und lösen all die Dinge, die es zu lösen gibt, individuell auf dem Weg dahin und finden genau dein Ding heraus. Wir gehen da wirklich auch in die Tiefe, schauen auch ganz genau uns deine Lebensstory an, was genau so das eine Ding ist, was wirklich deinem Seelenplan entspricht und alle anderen Fähigkeiten, Talente, Dinge, die du dir bislang angeeignet hast, das packen wir mit rein, weil ich bin auch ja sehr, sehr vielseitig interessiert und das war für mich auch mit die größte Herausforderung, mal mich wirklich da auf etwas zu fokussieren, das eine Ding zu finden und all meine anderen Talente mit reinzubringen. Und genauso machen wir das in einer Zusammenarbeit auch. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, den Seelenplan auch beginnen zu leben. Denn nur das Entdecken, ja, willst du ja wahrscheinlich auch nicht, sondern du willst ja deinen Seelenplan auch leben, du willst dich ja selbst verwirklichen. Und so ist überhaupt die Akademie entstanden, weil mich diese 1:1-Arbeit vorher, ja, die hat mich regelrecht frustriert. Die Menschen sind bei mir aus der Praxis raus, hellauf begeistert und toll und schön. Ja, letzten Endes war man nicht in 3 Stunden am Kern der Sache. Wir haben ein Thema gelöst, ein Puzzle gelöst oder ein Puzzle nochmal hinzugefügt, wie auch immer man das sehen möchte, von welcher Perspektive. Aber mir ging es wirklich darum, Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen und dorthin zu bringen, wo sie wirklich hinwollen. Und das ist ja letzten Endes auch so der Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin. Was ja letzten Endes, ich habe ja die Praxis viele Jahre nebenbei laufen lassen, im öffentlichen Dienst gehockt und habe ja dann mir gesagt, ich gehe jetzt authentisch nur noch meinen Weg und habe die Kündigung eingereicht. Und mache seitdem nur noch das, was mir wirklich am Herzen liegt. Und so ist diese Akademie entstanden. Also das nochmal jetzt abschließend zu den fremden Energien. Es ist nur ein kleiner Puzzlestein, um deinen Seelenplan zu entdecken. Und sehe diese 9 Punkte, von denen ich gesprochen habe, vorgestern in diesem Video, bitte als Ganzes. Wenn du auf dem kürzesten Weg wirklich deinen Seelenplan entdecken möchtest, deinen Weg gehen möchtest, so wie es wirklich zu dir passt, das heißt, dir für dich, für deine Familie, für dein Umfeld oder was auch immer da in dir ist, du dir dein Leben gestalten möchtest. Letzten Endes möchte das Leben von dir gelebt werden und auch gefeiert werden und möchte auch so von dir gelebt werden, wie du es dir mal vorgenommen hast. Alles andere, was dich begrenzt denken lässt. Es ist nicht genug Geld da, es sind nicht genug Menschen da, die deine Hilfe brauchen oder du bist zu klein oder du kannst das nicht. Im Gespräch heute Morgen mit einer Frau, die hat mich auch noch mal gefragt, was siehst du in mir? Schau mal, jeder
von uns, auch du, ist im Kern ein wirklich unendlich großes Wesen. Was meine ich damit? Wenn du mal die Augen schließt und du nimmst mal deinen Körper wahr und versuch dann bitte mal, das Ende von deinem Körpers, von deinem Körper, egal an welcher Stelle wahrzunehmen, sei es am Kopf, an den Füßen, Seite, an den Armen, irgendwo an einer Körperstelle. Versuch da mal, das Ende wahrzunehmen. Du wirst feststellen, es wird dir nicht gelingen. Du kannst da kein Ende wahrnehmen. Du kannst sehen, hier Ende von den Fingern, Fingerspitze, hier Ende vom Kopf, aber du kannst kein Ende wahrnehmen. Das heißt, du bist ein unendlich großes Wesen, das sich selbst im Laufe der Jahre, weil viele Schleier da über uns gelegt wurde, begrenzt hat und im Grunde genommen so zusammengekauert da hockt. Du bist ein unendlich großes Wesen und ein Teil von dir hockt zusammengekauert in diesem unendlich großen Wesen und will sich entfalten. Und dieses große Wesen, oder nennst die Seele, dein höheres Selbst, dein Überbewusstsein, der Teil von Gott in dir, nennst, wie du es nennen magst. Es sind alles nur Ausdrücke, menschliche Ausdrücke für das große Ganze. Der will da raus, der will gelebt werden, der will sich selbst verwirklichen, der will sich entdecken, der will sich entfalten. Es steckt so, so viel Potenzial in dir, das gelebt und entdeckt werden möchte. Pack es aus. Geh durch deine größten Ängste, denn dahinter steckt dein größtes Potenzial. Wenn die Ängste nicht zu groß sind, dann steckt kein großes Potenzial dahinter. Das ist nun mal so. Und hör auf, an dir zu zweifeln und dich ins Armutsbewusstsein im Sinne von Arm an Mut zurückzuziehen. Und wie wäre es, wenn du auch aufhörst, dich dahingehend zu begrenzen? Damit einhergehend, wirklich die Geldenergie in dein Leben zu lassen, die du dazu brauchst. Schau mal, das ist auch etwas, was ich heute Morgen nochmal wahrgenommen hatte in diesem Gespräch. Wir kommen auf die Idee zu denken oder zu sagen, ich brauche ja nicht viel. Ich komme mit ganz wenig Geld klar. Und dann sind wir auch noch stolz auf uns. Ich kenne das alles, ich komme aus dieser Ecke. Schau mal, was ist denn Geld? Geld ist nichts anderes als bedrucktes Papier. Es ist ein Tauschmittel. Würden wir auf die Idee kommen zu denken, ich brauche nur 5 Blatt Papier am Tag, mehr brauche ich nicht. Da kommen wir auch nicht auf die Idee, uns zu begrenzen und zu beschränken. Dann nehmen wir das Papier, das da ist und das wir brauchen. Kommen wir auf die Idee zu sagen, ich brauche nicht viel Sauerstoff zum Atmen, nur ein bisschen. Nee, dann machen wir uns auch keine Gedanken drum. Wir nehmen uns den Sauerstoff, den wir brauchen zum Leben. Und im Hinblick auf Geld liegen so, so viele Schleier auch auf uns, über uns. Aber Geld, was wäre, wenn Geld, Geldscheine, Scheingeld, hat unser Sohn mal früher gesagt, sinnigerweise, als wir mal unser erstes Hörbuch in der Richtung produziert hatten. Schau mal, wie viel Scheingeld ich in der Hand habe. Stell dir mal vor, du kannst dem Scheingeld, den Geldscheinen,
ganz neutral gegenüberstehen, so wie du bedrucktem Papier gegenüberstehst. Und du kannst sie einfach so annehmen, wie du dir leeres Papier aus dem Kopierer holst oder aus einer frischen Packung Kopierpapier, das du gekauft hast. Und stell dir mal vor, wir würden jetzt Geldscheine umtauschen in Freudescheine. Wie viel Freude würdest du dir wirklich erlauben wollen? Merkst du, wie das alles zusammenhängt? Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so auf das Thema Geld hier eingehen, aber irgendwie, ja, habe ich dann jetzt doch noch in der Richtung einen kleinen Ausschweif gemacht. Aber wenn wir dann schon mal beim Thema sind, wenn du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst und schau dir das Video gerne nochmal an und lausch mal mit deinem Herzen, mit deiner Seele hin und beobachte mal, was dein Kopf dir das sagt. Beobachte auch mal so diese Diskrepanz zwischen Herz, Seele und Kopf. Weil der Kopf, der Denker, der knüpft an alten Kram immer an. Und wenn du das beobachten kannst, was dein Herz sagt und deine Seele, und wenn da ein Ja kommt, ich will mich von diesem ganzen Kram jetzt lösen, dann kann ich dir wirklich nur das Moneyfreude-Seminar ans Herz legen, dass du dir da ein Ticket sicherst und dass du da kommst. Da werden wir 2,5 Tage ganz intensiv an solchen Themen arbeiten. Und nicht nur die 2,5 Tage, das ist ein Seminar, das physisch stattfindet, also nicht online, sondern offline hier in Deutschland. Du bekommst nach dem Seminar, weil mir geht es wirklich darum, dass das kein warmes Badwochenende ist und anschließend ist wieder alles beim Alten. Du bekommst danach für 21 Tage kleine Aufgaben, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und dann nach 21 Tagen treffen wir uns alle nochmal online dann auf einer Plattform, wo wir uns auch gegenseitig sehen können, wo wir dann nochmal hinschauen, wo können wir jetzt noch an welchen Schrauben drehen, was hat sich jetzt noch aufgetan, was gilt es jetzt noch zu korrigieren, damit du dann wirklich endlich dich von diesem ganzen Kram mal befreit hast. Okay, also ich poste dir den Link jetzt hier rein, war jetzt gerne die Absicht, auf das Thema Geld zu kommen, aber ja, du siehst, wie einfach immer alles zusammenhängt. So ein Puzzle nur alleine zu sehen, macht nicht das große Ganze. Und du kannst diese ganzen Puzzlesteine, um es nochmal metaphorisch auszudrücken, du kannst sie ewig auf deinem Tisch liegen lassen oder du kannst sie zu einem Ganzen zusammenfügen, zu deinem wunderbaren Leben und endlich durchstarten. Schau mal, wir haben jetzt Oktober. Oktober, November, Dezember, dann ist dieses Jahr schon wieder vorbei. Wie willst du denn, klassisches Beispiel, an Silvester zurückblicken auf dieses Jahr? Willst du zurückblicken und denken, oh, ich habe es schon wieder nicht auf die Reihe bekommen, endlich durchzustarten? Oder willst du den Grundstein jetzt legen, 3 Monate, die jetzt in diesem Jahr noch verbleiben, den Grundstein zu legen für dein ideales Leben, sodass du 2020 endlich durchstarten kannst? Und wenn wir zusammenarbeiten, wir brauchen 6 bis 8 Monate, dass du wirklich da bist, wo du hin willst, oder zumindest ansatzweise dort bist. Ich meine, wenn du jetzt davon träumst, dass du die Segeljacht für 1 Million haben möchtest in einem halben Jahr, da muss ich passen, das kann ich dir nicht zeigen. Eine Segeljacht von 1 Million zu haben, ist nicht in meinem Bewusstsein, habe ich nicht, deshalb kann ich dir dabei auch nicht helfen. Dann musst du dich bei anderen umschauen. Aber wobei ich dir helfen kann, ist ganz genau deinen Seelenplan zu entdecken, dir dein Leben nach deinem Herzen zu kreieren und da durchzustarten. Und wenn du jetzt einfach wirklich mal so einen Grundstein legen willst, so eine minimalste Variante einfach mal, damit wir uns auch mal kennenlernen, auch physisch und schauen, ja, passt das auch alles und dann komm zum Moneyfreude-Seminar.
Dann komm zum Moneyfreude-Seminar. Da werden wir tief im Unbewussten schauen, was du da alles bislang mit dir rumschleppst und wie du dich davon befreist, dass du künftig unter anderem jedes Mal, wenn du einen Geldschein bekommst, jubelst und sagst, wow, was für ein schöner Freudeschein. Und da geht es auch nicht um irgendwelche Taktiken oder keine Ahnung, was es da draußen alles gibt, irgendwelche Tricksereien, um an Geld zu kommen, sondern es geht darum, dass du dein ganzes Sein, nicht nur im Hinblick auf Geld, sondern im Hinblick auf all die Energien, die wirklich zu dir gehören, auf Empfang stellst. All die Energien, die wirklich zu dir gehören und die du jemals abgegeben hast, bewusst oder unbewusst, die du aber brauchst, um deinen Weg zu gehen, die werden wir an diesem Wochenende auch zu dir zurückholen. Das Kind hat nur den Namen Moneyfreude-Seminar. Okay? Also ich poste dir den Link rein und freue mich auf die Begegnung mit dir. Hab einen wunderbaren Tag noch. Bis dahin. Ciao.